Mal total genial. Regeln, Diktate, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ein Austauschschüler, Freddy Lennox, ist neu auf Schloss Einstein. Gut für Marie-Louise, denn die sucht für ihr neues Theaterstück noch einen männlichen Hauptdarsteller. Ist der charismatisch genug für die Rolle? Wie ist denn der so? Freddy ist mit dem ersten Duke von Richmond, Charles Lennox, verwandt. Aber pst, top secret. Vivian glaubte Tims Geschichten über Freddy und wollte ihn sofort kennenlernen. Hi Freddy! I'm Vivian. Nice to meet you. Du kannst auch Deutsch mit mir reden. Leopold Mozart lebte von 1719 bis 1787 in Salzburg. Zusammen mit Anna Maria Pertl, die er 1747 heiratete. Sie hatten 7 Kinder zusammen. Eines davon war der berühmte Wolfgang Amadeus Mozart. Welche Assoziation hat die Musik in euch wachgerufen? Eine romantische Kutschfahrt im Schnee. Eine Kutschfahrt? Bist du verrückt? Sonnenuntergang am Strand von Capri. Das ist Romantik. Julia hat recht. Das Stück heißt Petersburger Schlittenfahrt. Eine Kutschfahrt im Schnee. Dicke weiße Flocken tanzen um ein Prinzenpaar herum. Eingekuschelt unter einer Decke. Bedeckt mit Schneesternen. Die dichte Schneedecke macht alles ganz ruhig. Schluckt jeden Ärger, jede Hektik. Das Prinzenpaar ist ganz allein in der Kutsche. Niemand. Weit und breit. Sie fahren mit den Schlitten tiefer in den Wald. Aber sie hat keine Angst. Denn er sitzt neben ihr. Welche Geräusche würdet ihr in eine Komposition einfügen und warum? Kommt mal bitte nach vorne und nehmt euch die Gegenstände. Und als sie wieder im Schloss ankommen, wartet dort ein heißer Schokolade auf sie. Sie setzen sich vor den Kamin und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Und nachts schauen sie in den Himmel und beobachten die Sterne. Entschuldigung. Getrocknete Blumen sind sowieso nur was für Omas. Die sind doch symbolisch gemeint. Für was? Vergänglichkeit? Frische Blumen lässt Marie-Louise sowieso verwelken. Gott. Nein, nur ich? Du, Carla, im Stall lag doch mal dieses olle Zaumzeug rum, was Papa mal auf dem Flohmarkt für Jojo gekauft hat. Und das gut eine Nummer zu groß für Jojo war? Wir haben letztens entmüllt. Was wolltest du denn damit? Naja, ich hab gedacht, wenn man das recht macht, dann könnte man es im Internet versteigern. Mhm. Bist du blöd? Na also, geht doch, mein Lieber. Jojo hat wieder Appetit. Fehlt dir was? Schnee. Die paar Flocken sind ein Witz, ich brauch Schnee. Für eine Schneeballschlacht? Nein, für eine Schlittenfahrt mit Jojo. Naja, aber ohne Schnee kann ich das alles vergessen. War sowieso eine Schnapsidee. Also, das Schnee- und Schlittenproblem könnte man lösen.
Los, komm mit. Und was gibt das? Einen Schlitten auf Rädern. Und wozu? Weil es keinen Schnee gibt. Und warum baut ihr nicht gleich eine Kutsche? Boah, bist du unromantisch. Es wird ein Valentinstagsgeschenk für Julia. Aber klapp. Ja, keine Panik, ich sag nichts. Im Grunde genommen wüsste ich auch gar nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte mein Valentinsgeschenk eigentlich auch hier basteln. Na, mach doch. Ich gehe lieber woanders hin. Julia kommt. Julia ist im Anmarsch. Shit! Was geht denn hier ab? Hallo, Julia. Marie-Louise hat mir gerade was vorgespielt. Aus ihrem neuen Stück. Leons und Leonie? Hi, Julia. Hi. Gut, dass du kommst. Ja. Ja, du hast doch mal in der Behindertenwerkstatt diese tollen Puppen gebastelt. Hm? Ja, dann kannst du mir ja jetzt mit meinen Marionetten helfen. Ja. Hoffentlich hält die Konstruktion. Na klar. Was meinst du, was Julia für Augen machen wird? Ich kenne eine super gute Strecke im Wald. Da fahre ich damit ja lang. Das wird bestimmt der Hammer. Und hoffentlich spielt Jojo mit. Hat er heute schon was gefressen? Ja klar, eine Riesenportion Heu. Komm, Jungfernfahrt. Ja. Gute Arbeit. Los, jetzt ist Jojo dran. Los, Jojo, flieh! Ja, vielleicht bin ich zu schwer. Ach, Quatsch, du bist Julia, Jojo. Komm schon, Jojo. Hü! Mach schon, Jojo. Ach, Hü, jetzt beweg dich, Jojo. Mann, bist du bescheuert? Das war nicht extra. Vielleicht hat er ja was. Tut mir leid, Jojo. Ich wollte nicht so doll hauen. Scheiße. Guck dir das mal an. Jojo schwitzt voll. Jojo. Oh mein Gott. Sein Herz rast total. Komm, Jojo. Trink doch was. Bitte. Tut mir so leid, Jojo. Wir sollten besser den Tierarzt rufen.